Ja, liebe Leute, achter Spieltag, ganz souverän gewonnen. 3 Punkte gegen Hertha. Ausgerechnet gegen die läuft es dann richtig gut. Statistiken brauchen wir uns, denke ich, nicht wirklich angucken. Das ist ganz klar. Guidetti, Spieler des Spiels. Tabellenführer, aber Bayern hat auch mit 5 zu 0 gegen Mainz ein Zeichen gesetzt. Und ja, Hertha wird das packen, ich bin mir da ganz sicher. Die haben stärkere Mannschaften als Freiburg, Bremen und Köln. Der Tuchel, der macht das schon. Ist ein guter Mann. Und 40 Tore wurden geschossen, neuer Rekord. Das lag unter anderem an 7 Tore bei Schalke gegen Hamburg. Also Schalke gewinnt 6-1. Hoffenheim gewinnt 4 zu 1, genauso wie Gladbach gegen Hannover. Leverkusen 4 zu 0 gegen Köln. Wolfsburg 3 zu 1 gegen Frankfurt. Freiburg und Düsseldorf trennen sich 2 zu 2 und die Düsseldorfer beißen sich da oben fest. Das geht mir ja auf die Eier. Dortmund gewinnt gegen Bremen mit 1 zu 0. Wir 5 zu 0 gegen Hertha, genauso wie die Bayern gegen Mainz. Wie angesprochen, die Stimmen zum Spieltag. Ich habe immer Spaß am Fußball. Heute hatte ich besonders viel Jay Rodriguez, den ich auch gern gehabt hätte, der aber nicht kommen wollte. Trainer Thomas Tuchel, RB Leipzig hat verdient gewonnen. Wir haben unseren Rhythmus nicht gefunden und keine sicheren Bälle gespielt. Wir haben gesehen, dass wir weiter hart arbeiten müssen. Müssen uns jetzt sammeln. Die Niederlage wird uns aber nicht umhauen. Sehr guter Mann, sehr guter Mann, sehr guter Mann. Meine Mannschaft ist mit einer guten professionellen Einstellung ins Spiel gegangen. Sie hat nie nachgelassen und war immer auf Tore aus. Wir haben viele schöne Tore gesehen und hatten viel Spaß. Das ist eine gute Basis für die kommenden Aufgaben. Sehe ich genauso. Spieltagsstatistik in der Elf des Tages, Lallana und Alderweireld. Und ja, dann gehen wir mal weiter. Besonders furios war heute der Auftakt ihrer Mannschaft, Hanke. Bevor der Gegner wusste, was Sache ist, lag ihr Team bereits in Führung. Was haben sie ihren Spielern mit auf den Weg gegeben? Ich muss da vor allem meine Spieler sehr loben. Sie waren hellwach, der Sieg war verdient. Man muss ja auch ab und an mal seine Spieler loben. Spielerloben.de. Team ruiniert mal wieder die Stimmung. Bei Köln brennt die Hütte, also Hertha, ihr müsst das locker schaffen und unser Team erobert die Bundesliga. Wir haben jetzt hier schon so ein kleines Polster. International spielen hätte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Wir sind ja immer noch Aufsteiger, aber krass, krass, krass. Jugendspieler kommt zu uns leider nicht ganz so gut wie erhofft, aber immerhin 6 Sterne ist auch noch ganz ordentlich, ne? Da gibt es schlechtere, wie zum Beispiel der hier. Den mal direkt auch rauswerfen. Zack. So, 2 Stück. Das heißt, einen können wir noch raustun. Das wäre dann er hier. So. Jetzt passt das. Unsere Jugend wird immer stärker, immer talentierter und wir gehen weiter. Heiter geht's weiter. Jean wechselt zu uns. Ja, es ist ja klar, ne? Also, es ist. Das ist ja keine Fragen. Kevin Prinz Boateng von Wolfsburg beobachtet. La 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 la. Ja, so sieht das aus. Der Bosa, den haben wir jetzt. Ja, den haben wir jetzt. Den passen wir direkt mal ein paar Trainingsziele an hier. Dolmetscher braucht er auch, okay. Aber ablösefreie Spieler brauchen, denke ich, keinen Dolmetscher. Es ist so doof. Naja, was soll's. 72, 72. Ich denke, das ist, denke ich, eine gute Ergänzung für unsere Reserve. Damit kann man eigentlich nichts falsch machen. Zumal Belgier, die sind ja immer gut bei mir gesehen. Gut und gern gesehen. Damit haben wir Bakkali und den guten Neuen jetzt hier. Haben wir sonst noch einen Belgier gerade nicht. So. Das hätte man also geschafft. Jawohl. Wir haben jetzt sehr viele Innenverteidiger, aber wie gesagt, hier sind ja auch viele ablösefrei gekommen. Die muss ich nicht unbedingt behalten. Die kann man dann auch für kleines Geld wieder weiterverkaufen. Wir simulieren noch ein bisschen vor, bis in den neuen Monat, würde ich fast behaupten. Damit wir die Marktwerte wieder anpassen können. Ich hatte zwar jetzt noch irgendwas vorzumachen, aber mir ist entgangen was. Jugendspieler entdeckt, den nehme ich gern. Richtig gutes Talent. Lallana hat Trainingsziele erreicht. Sehr schön. In den letzten Spielen gefällt er mir auch richtig gut, muss ich sagen. Immer präsent.
Gute Pässe, gute Flanken, gute Freistöße, gute Ecken. Guter Mann. Nicht so wie er hier. Er ist so ein bisschen am Durchhängen. Der Paddy Petpet. 73, 75 Ausdauer. Ah, wie gesagt, Ebert haben wir uns ja, glaube ich, auch günstig erstanden, würde ich mal beinahe behaupten. Für 1,8, ja, damit kann man nochmal Gewinn einfahren, wenn man das denn will. Und ich glaube, wir wollen das. Wir wollen Patrick Ebert weiterverkaufen. Weiterverkaufen. Für den Flügel haben wir noch keinen guten Neuzugang, ne? Uns verlassen ja mit Goretzka ein defensiver Mittelfeldspieler. Das heißt, defensiv und rechts müssen wir mal gucken, ob wir da ein paar prominente Namen bekommen. Defensiv und rechts. Kann ruhig auch ein bisschen teurer sein, muss aber nicht. Zum Beispiel wäre da ein Johannes Geis ganz interessant, muss ich sagen. Oder Niklas Stark. Wer ist denn günstiger? Keiner so wirklich günstig. Gucken wir mal, haben wir im zentralen Mittelfeld noch einen. Huch. Weg damit. Na, 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 na. Aber es ist meistens keiner dabei. Wie gesagt, rechts oder links brauchen wir jetzt noch einen. Aber die sind alle nicht wirklich günstig. Wir brauchen vor allen Dingen einen richtig guten. Der muss Hazard schon gut ersetzen. Linkes Mittelfeld, sind ja auch oft rechte Mittelfeldspieler dabei. Wobei Kerk ist nur links. Okay, rechts außen, meine letzte Hoffnung, beziehungsweise links außen und offensives Mittelfeld haben wir dann immer noch. Ist einfach kein Name, den ich unbedingt haben muss dabei. Letzte Chance. Ja, den guten Bret könnten wir uns überlegen. Vielleicht kriegen wir den ja für günstig Geld. 7,5, probieren wir mal. Offensives Mittelfeld haben wir jetzt eigentlich nicht so Bedarf, aber schauen wir mal. Ansonsten bei denen, die Verträge auslaufen, müssen wir auch nochmal vorbeischauen. Komm, dann geh weg. Macht keinen Sinn, da länger rumzugurken. Ibrahimovic wird auch keinen Sinn machen. Ist zu unrealistisch. Max Meyer ist ja erst gescheitert. Touvin, wie sieht das bei ihm aus? Er könnte ins rechte Mittelfeld, ne? Flanken, was hast du in Flanken, Touvin? Flanken 80. Oh ja, der könnte ins Mittelfeld. Der könnte ins Mittelfeld. Oh, schade, will noch nicht. Moritz Leitner. Defensives Mittelfeld. Das könnte unser Ersatz fürs defensive Mittelfeld sein. Solange Schneiderlein nicht will. Aber er will selber auch nicht. Okay. Benkarit für die zweite Mannschaft. Kaufen jetzt einfach schon mal ein. Dann haben wir das hinter uns. 750.000. Dangu für die erste. Will noch nicht. Okay. Hugo Malo ist wie gesagt eigentlich zu teuer für 7,25. Ich hätte lieber keinen Eihahn. Aber der will noch nicht. Reckig für die zweite Mannschaft. Davon haben wir zwar eh schon 100.000 Leute, aber... Na komm, lass mal ihn. Ihn lass mal. Reckig raus. Mario Fernandes will noch nicht. Erik Peters will ebenso noch nicht. Und Cimo Rüker
Der ist sehr, sehr interessant. Danke nochmal an den Kommentar. Jetzt zwar ein bisschen teurer als gedacht, aber immer noch ein Schnäppchen eigentlich. Guter Barber-Ersatz könnte das mal werden. So. Ja, dann machen wir das soweit erstmal. Bereite ich hier alles vor für den Zukunftsmenschen wieder. Er hier ist ja mittlerweile in der Mannschaft, glaube ich. Ah ne, ich muss ja erst noch vorspulen. Lalalalalala. Oktober, wir haben dann schon November. Dann gehe ich gerade noch in den Kalender. November, Kalender, wisst ihr? Du, der Pre, dafür will ich jetzt nicht mehr Geld ausgeben. Hier können wir ein bisschen runter auf 650.000. Das ist noch okay. So, davon haben wir uns nicht beworben. Champions League Finale in Marseille und der UEFA Euro League in Lissabon. Da sind wir ja, glaube ich, auch noch dabei, oder? War da nicht was international? Ich meine schon. Oder auch nicht. Ich hätte in Erinnerung gehabt, dass wir international dabei sind. Habe ich mich so getäuscht? War wahrscheinlich offscreen dann. Wenn man das so durcheinander wirft, ne? Den wollen wir auf jeden Fall auch in der Jugend haben. Wäre nicht der schlechteste, den man haben kann. Langsam wird das mit unserer Jugendarbeit. Das trägt Früchte, Freunde. Glaubt mir, der Martinovic, der kommt irgendwann auch groß raus. Leroy Sané mittlerweile am längsten in unserem Verein. Das ist immer gut. So. Ordentlich hier nach oben mit dem Preis. So, was haben wir denn hier? Marktwertmäßig. Ja, die vier verlassen uns. So, kriegen wir denn mittlerweile hier den Meier wieder? Nope. Eihahn auch noch nicht. Nope. Schade. Dann noch ein paar Gespräche führen. Werd mal stärker, Junge. Denn Schieber ist immer noch 3 Tage verletzt. Von daher muss ich nochmal sagen, war wichtig, dass wir den geholt haben. Ich meine, im letzten Spiel hat er nicht gespielt, braucht er nicht, aber ist trotzdem wichtig, dass man den Jungen auf der Bank hat. Du musst vor dem Tor cleverer werden. Ist erstmal wichtiger. Alevret, Lallana, Stindl, Günther, Goretzka, gut trainiert. Muss ja nicht immer wieder sagen, hier, außer es geht nichts anderes. Schieber muss vor dem Tor nochmal cleverer werden. Ebert muss alles verbessern. Jurado hat auch gut trainiert. Günther, Kajuté hat super trainiert. Huch, Kajuté. So. Jetzt haben wir es doch. Lallana bei Flanken verbessert. Der kann die ohnehin eigentlich schon ganz gut. Habe ich ihm so im Gefühl gehabt. Komme ich schon ins Haspeln. So, Martinovic erreicht Trainingsziel. Wie gesagt, das wird mal ein richtig guter. Ich habe es im Gefühl. 61. Torriecher schon bei 81. Also wenn das mal keine Rakete ist, so ein richtiger Mandzukic, weißt du, vorne einfach eiskalt stehen und alles reinballern, der müsste nur seinen linken Fuß ein bisschen verstärken, finde ich. Hazard hat sein Trainingsziel auch erreicht, aber verlässt uns ja leider Gottes, von daher passe ich da jetzt nichts mehr an. Auch krass entwickelt der Hazard. So, dich kann ich jetzt aber hier, ne, trainingszielsmäßig versorgen. Distanzschütze, gut, dann lernen mal rechter Mittelfeldspieler erstmal. Das sollte reichen, ja. So, 75, 71, 64. Und hier oben haben wir nochmal 64. Zack. Ist in der, welcher Jugend ist der? B-Jugend, nehme ich mal an, ne? Ja, in der B-Jugend. Mentor Patrick Ebert. Rechtes Mittelfeld. Zack. Ab dafür. So. Jugend sieht richtig, richtig gut aus. Richtig, richtig gut.
Haben wir so viele gute Leute jetzt am Start. Also da könnt ihr euch frei bedienen, liebe Leute. Und zwei Leute können noch gehen. Das ist ja richtig krass. Nach Hause schicken und nach Hause schicken. So. Gut. Die Jugend steht, haben bisher auch eine gute Jugendarbeit. National, international fehlt uns auch nicht mehr viel bis zum ersten Platz. Wahnsinnsleistung einfach. Kann man nicht oft genug sagen. Wir gucken nochmal Nationalmannschaft hier, die Mitarbeiter ein bisschen verbessern. Dann zurück zum Hauptverein. Dort wollten wir ja nochmal in den Kalender schauen, dass wir hier frühzeitig Sponsorentag planen, frühzeitig nochmal eine Autogrammstunde geben für unsere Fans. Dann ein bisschen was für die Weihnachtsfeier tun und direkt die Spieleraussprache hinterher. Und die altbekannte Trainingslagertour im Januar nach Dubai. So. Pocognoli ist auch wieder am Start. Ja, Kirchhoff hat leider keinen Platz mehr. Und Pocognoli so und so nicht, der ist so ein bisschen untergegangen. Da wollte ich gar nicht hin. So. Jurado, Benchop gegen Düsseldorf. Die müssen wir abschießen, damit die von da oben mal wegkommen. Und ja, das wäre auf jeden Fall wunderbar. Ich beende aber erstmal hiermit wieder die Aufnahmesession. Freue mich auf eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Unterstützt mich immer sehr und freut mich noch viel mehr. Und ja, ansonsten, wie gesagt, wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, lasst ein Abo da. Wenn ihr Lust auf mehr Spiele habt, schaut bei Fuck die Games vorbei. Und ansonsten freue ich mich einfach öfters von euch zu lesen in den Kommentaren, denn dann macht die ganze Arbeit hier noch mehr Spaß. Und ich finde, wir haben hier wirklich eine super Truppe am Start. Ich bin sehr zufrieden damit und wir versuchen immer weiter uns auszubessern. Wir haben auch noch jede Menge Spieler verliehen, die auch durchaus Potenzial haben, wie Tielemans und Co. Von daher, Rani Kedira ist auch verliehen. Passiert uns da nichts. Ich freue mich auf jeden Fall dann für die nächste Aufnahmesession. Sagt nochmal Danke und wir sehen uns. Ciao, ciao, euer Team.